Jo Leute, Sidney am Start und willkommen zu meiner Review oder besser gesagt heute mal wieder zu einer Rant von Boruto, Folge 123. Wir kommen zu einer Folge, die absolut grauenvoll war, ohne Spaß. Ich fand diese Folge so schlecht, das gibt's gar nicht. Ey, ich habe keine Worte für diese Folge, das ist nicht mehr normal. Eine Sache ist mir heute aber mal aufgefallen, die sonst gefühlt nie der Fall war. Und zwar fand ich die Folge nicht nur inhaltlich ziemlich schwach, sondern auch animationstechnisch übelst wack. Also das ist eigentlich bei Boruto nie der Fall, beziehungsweise Boruto kann man ja eigentlich sagen, auch wenn der Inhalt nicht immer so überzeugt, ist von der Animation her immer Standard. Ist immer Durchschnitt mindestens und natürlich auch mal eine gute Animation, da haben wir eigentlich nie großartige Probleme jetzt gehabt. Wir haben über 100 Folgen, da war jetzt die Animation nie großartig, außer vielleicht mal in einzelnen Episoden ein Punkt, wo man sagt, das Ganze ist definitiv schlimm. Aber diese Folge fand ich wirklich auch von der Animationsseite aus betrachtet wirklich absolut grauenvoll, wirklich fast schon Fairytale-Niveau, das war nicht mehr normal. Diese Folge war echt zwar gefüllt mit einem ganzen Kampf, ja, also die Folge war der ganze Kampf nur gegen diese Marionette, was ich schon erbärmlich genug finde, aber die Animation gegen diese Marionette, also diese Kampfanimation, diese Dynamik war überhaupt nicht da. Das war echt zum Kotzen, alles nur Standbilder, alles sehr, sehr komisch, das sah sehr, sehr merkwürdig aus. Dieser Kampf wurde auch sehr hingehalten, also das wurde ziemlich auf die Folge gestreckt, obwohl diese Marionette theoretisch eigentlich gar nicht so stark ist, wie man dann letztendlich auch in dieser Folge gesehen hat, mit ihren komischen Giftattacken da schlussendlich. Also das wurde schon ziemlich in die Länge gestreckt, muss ich sagen, und das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Die ist ja so oder so schon beschädigt gewesen durch Kankuros Explosion und jetzt hier hat man eigentlich nur das Rasengan von Boruto gebraucht, um die Puppe halt letztendlich zu vernichten. Wir haben zwar gegen Ende noch Urashiki bekommen, der dann Temaris und Shikadais Chakra klaut und seiner komischen Vase oder was er da nebenbei hat, halt dem Ganzen noch zufügen kann, dass er jetzt halt weiter Chakra sammelt, und wir haben in dieser Folge auch schon quasi nochmal Bezug auf die Spoiler bekommen. Für die Leute, die die Spoiler soweit noch nicht gesehen haben, ich habe am Freitag ein Video gemacht zu den nächsten paar Episoden von Boruto, was einfach nur grauenvoll wird. Ich weiß nicht, wie die nächste Folge sein wird oder die übernächste, aber das werden wir dann im Detail uns anschauen, wenn die Folgen halt rauskommen. Dazu werde ich dann immer separat was sagen, aber jetzt mal im Überblick betrachtet über die nächsten paar Folgen, über die nächsten 4-5 Folgen, kann man einfach nur sagen, dieser Arc ist Trash sein Opa, das ist nicht mehr normal. Dieser Arc bringt überhaupt gar nichts und ist nur dazu da, um Shinki ein bisschen Screentime zu geben, um Shinki generell nochmal zu zeigen, aha, wir haben Shinki noch im Boruto, also diesen Charakter gibt es irgendwo auch noch und das war's letztendlich. Also dieses ganze Thema auch heute wieder in der Folge mit den Missionen, oh nein, ich darf meine Freundin nicht im Stich lassen, bla bla bla, diese Kakashi-Obito-Anlehnung, bäh, Alter, ohne Spaß, da kriege ich das Kotzen, wirklich, dieses uncoole Servieren von alten Intentionen, von alten Moralpredigten, die man hier jetzt wieder in dem Anime versucht irgendwie rüberzubringen, so Anlehnung zu bringen, und dann auch Shukaku, der sagt, oh Boruto, du erinnerst mich aber voll an Naruto und so weiter, da könnte ich einfach nur noch kotzen. Das sind wirklich, diese Dialoge teilweise sind so eklig, so einfach nur dämlich gelöst und einfach langweilig as fuck. Also an sich ist das ein cooles Thema, nicht falsch verstehen, an sich ist das ein cooles Thema und kann man natürlich auch besser lösen. Man sieht es ja in Naruto einfach, in der Naruto-Geschichte. Man kann einfach durch die Kulisse, durch das Setting dieses Thema einfach viel, viel besser rüberbringen. Aber Sunagakure, die Wüste, Urashiki, die scheiß Marionette Nummer 4, alles darum ist einfach langweilig as fuck und so ein Thema kommt dann auch dementsprechend bei mir definitiv nicht rüber und ich denke bei den meisten von euch auch nicht. Natürlich ausgewählte Leute, keine Ahnung, reden alles in Boruto gut, das ist halt einfach so, ich weiß auch nicht, was man daran gut finden kann. Letztendlich, ich rede auch nicht alles an Boruto schlecht, ja, das ist genauso wie bei Fairy Tail, aber wenn es Punkte gibt, die mich stören oder wenn es etwas gibt, was einfach schlecht oder für einen Mülleimer ist, dann spreche ich das auch an. Ihr braucht mir nicht irgendetwas in den Mund zu legen, ohne Spaß, weil ich habe über 100 Folgen Boruto reviewed, also von daher Schnauze halten. Meiner Ansicht nach ist diese Folge einfach nur wieder der beste Beweis dafür, dass selbst so Folgen mit Urashiki, mit einem Otsutsuki einfach zu nichts führen, ja? Urashiki hat in dieser Folge selber gesagt,
oh nein, ich darf die Kinder nicht nach Konoha kommen lassen, denn wenn das passiert, dann kann ich ja nicht mehr mit denen spielen und das wäre ein riesiges Problem. Das heißt, ohne jetzt mal großartig auf die Spoiler zu achten, die ich am Freitag schon thematisiert hatte, können wir schon davon ausgehen, aha, sobald sie Konoha erreichen und Shukaku da reinbringen, dann dampft Urashiki sowieso wieder ab und dann geht er sowieso wieder weg. Und dann hat dieser Arc gefühlt gar nichts gebracht, außer dass Shukaku jetzt im Uzumaki-Haus ist und Himawari ein Plüschtier mehr hat. Das ist einfach nur fucking lächerlich, ohne Spaß. Dafür habe ich mir jetzt 4-5 Folgen angeguckt oder dafür schaue ich mir jetzt diese Episodenanzahl an von einem Suna-Arc, wo nichts passiert, wo Boruto gegen eine Marionette kämpft, Kankuro fake stirbt und das war's so. Was ist das? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Auch Temari in dieser Episode war einfach langweilig as fuck. Die hat einfach nichts gerissen, gar nichts. Ist genau das gleiche wie mit Kankuro, was ich in der letzten Review schon angesprochen hatte, dass Charaktere die Möglichkeit haben, in diesen Episoden zu überzeugen und zu zeigen, ey, wir zeigen euch jetzt, den Boruto-Zuschauern, wie wir, die Naruto-Generation, mal was drauf haben. Wie wir einfach mal waren, beziehungsweise was wir noch so drauf haben aus der damaligen Zeit. Und was wir bekommen, ist einfach nur wack. Ja, diese neue Generation von Boruto wird quasi schon besser hervorgehoben als die alte Naruto-Generation in diesen Episoden. Und diese Charaktere, wie zum Beispiel Tenten, Kankuro, Shino, Temari, Giba oder ich weiß nicht, diese ganzen Nebencharaktere, sag ich mal, diese ganzen Charaktere, die man aus Naruto noch kennt, das sind alles Randoms, das sind alles No-Hands, die können alle 100% gar nichts. Das ist wirklich absolut schwach und das finde ich zum Kotzen, weil diese Charaktere einfach im Licht stehen könnten und auch positiver hervorgebracht werden können. Und das ist eine ganz, ganz große Schwäche schon immer an Naruto gewesen. Den Aufbau der gewissen Charaktere, der gewissen Nebencharaktere. Viele Charaktere wurden fallen gelassen. Jetzt hast du hier in Boruto die Möglichkeit, das Ganze auszubessern, natürlich mit der neuen Generation, aber auch mit den Charakteren, die immer noch verweilen, die immer noch da sind, die immer halt noch durch die alte Generation bestehen können. Und man macht den gleichen Fehler immer noch. Man macht den gleichen Fehler mit den Fillern, ja, auch wenn es keine Filler sind. Ja, aber es ist Filler. Das ist einfach vom Gefühl her ist es Filler. Es juckt niemanden und jeder will einfach nur Boruto, Sasuke, Naruto, Kawaki sehen. Das war's. Niemand will was anderes sehen. Sarada juckt nicht. Mitsuki juckt nicht. Das sind alles Charaktere, die jucken nicht, weil sie einfach nichts voranbringen. Das ist einfach nur traurig. Dieser Arc, was hat dieser Arc für einen Nutzen? Sagt mir das bitte in den Kommentaren. Dieser Arc hat gar keinen Nutzen. Shikadai? Screentime? Was für eine Charakterentwicklung? Nichts ist da. Das ist einfach nur lächerlich. Temari und Kankuro irgendwie mal kurz im Fokus? Nichts. Haben 2 Minuten Screentime in ihrem Kampf und kriegen auf die Fresse? Super. Beste Leben auf jeden Fall. Shinki, ich mag dich nicht, Boruto. Du bist auf jeden Fall der blödeste Charakter in dieser Serie. Gar kein Bock auf dich. Und man versucht irgendwie dieses alte Thema mit diesen Missionen, mit dieser Nahkammer-Scheiße und so weiter irgendwie runterzubringen, aber es bringt halt überhaupt nichts. Es wird hier komplett falsch angegangen. Es ist genau die gleiche Thematik, die ich damals auch schon im Mitsuki-Arc angesprochen habe. Der Kern an sich, worüber man eigentlich diese Folgen macht, ja, beim Mitsuki-Arc war es einfach übertrieben. Über 20 Folgen lang nur diese Willenscheiße und so weiter. Das war einfach nur krass. Ein paar Folgen waren gut, das muss man definitiv sagen. Ein paar Folgen habe ich enjoyed, die waren cool. Aber letztendlich als Arc an sich waren diese Folgen fucking unnötig. Und dieser gesamte Arc war für Mitsuki an sich auch als Aufbau fucking unnötig. Und das merkt man einfach. Inojin, der Akun verloren hat, wo ist das heute? Ja, Inojin ist genau derselbe Bastard wie am Anfang. Arrogant, hochnäsig und denkt, er wäre was Besseres als Shoujo, obwohl er selber nichts gerissen hat bisher in den 130 Folgen von Boruto circa. Das ist einfach nur fucking traurig und da könnte ich mir einfach nur noch einen Pudding aufmachen und in den Mülleimer schmeißen, weil mir der Appetit einfach vergeht, wenn ich nebenbei Boruto schaue. Das geht nicht. Ohne Spaß, da könnte ich kotzen. Das ist einfach nicht mehr normal. Nee. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Auch Shukaku ist natürlich irgendwie ein Comedybringer in dieser Folge, aber du kannst natürlich eine Folge nicht nur auf eine Kleinigkeit reduzieren und sagen, wow, diese Episode war ein Meisterwerk, weil Shukaku so lustig war. Ich habe das enjoyed, dass Shukaku wieder ein paar Witze gerissen hat und dass Shukaku in diesem kleinen Kessel oder wo drin er ist, dass das Ganze auf jeden Fall ziemlich lustig ist und so. Aber ich kann natürlich einen Arc nicht darauf reduzieren und sagen, ey, nur weil diese Kleinigkeit mir gefallen hat, ist direkt der gesamte Arc mega. Nein.
nice, ja. Das ist halt einfach so. Es gibt Punkte, die sind cool, aber hier in diesem Arc finde ich gefühlt gar nichts außer Shukaku. Shukaku ist cool, Sasuke wurde wegteleportiert, Gaara kann gar nichts, Kankuro kann gar nichts, Temari kann gar nichts, Shinki heult rum, weil er eine Giftnadel abbekommen hat und 10 Minuten später kann seinen Arm wieder bewegen und haut ab. Das ist so langweilig, ohne Spaß. Ey, seit Boruto in diese Wüste gegangen ist, bin ich am Einschlafen. Das ist fucking langweilig, ohne Spaß. Naruto und Sasuke sind die großen Gründe, warum man überhaupt noch Boruto-Folgen schaut, ja. Aber diese Folgen machen alles kaputt und machen auch dieses quasi gute Bild des Mangas einfach zunichte, ja. Ich feiere den Boruto-Manga, der Boruto-Manga ist mega geil und auch einige Folgen des Animes sind geil, ja, ohne Spaß. Ich feiere zum Beispiel den ersten Boruto-Arc mit Sumire, mit dem Nu. Ich finde den cool, ja, ich finde den cool. Oder auch zum Beispiel das mit Kakashi, mit der Genenprüfung, fand ich auch nice. Natürlich jetzt mal abgesehen von Momoshiki und so weiter, fand ich einzelne Folgen doch cool, ja, auch wenn sie nicht im Manga waren. Es gibt Punkte, die fand ich cool, aber manche Aspekte, da sag ich ganz ehrlich, nein, Alter, ohne Spaß. Kirigakure-Arc war Dreck, Shoujo-Arc mit diesem Pedo war Dreck, Enten-Arc, da würde ich vielleicht im Endeffekt noch sagen, da waren ein paar Folgen ganz okay mit Juge und so weiter, aber im Endeffekt auch Dreck, ja, diese ganze Scheiße mit Mirai, oh Mann, Alter, auch absolut langweilig, obwohl es Novel war, absolut langweilig as fuck, Dreck, ja, Shunen Prüfung, beziehungsweise die Auswahl zum Shunin dann später mit Shikadai, diese Folgen da, außer die Folge, wo die da die Blume gesammelt haben und dieser ganze Scheiß. Auch Dreck, aber ey, es ist einfach nicht mehr normal. Fast 130 Folgen und dann sowas. Und durch die Spoiler, durch das Spoiler-Video, was ich am Freitag gemacht habe, wo wir dann jetzt auch noch bald diese Folge mit Jirayas Flirtbuch sehen, mit diesen Icha-Icha-Taktiken, mit dem Flirtparadies. Die Folge an sich wird bestimmt ganz lustig werden, aber sowas kannst du halt einfach nicht mehr gebrauchen. Du willst halt was anderes sehen. Du kannst halt diese Comedy-Folgen zwar hier und da mal gebrauchen, ja, aber nicht aktuell, wo jeder sowieso schon abgefuckt genug von diesem Anime ist. Ohne Spaß. Versteht mich nicht falsch. Ich bin der Meinung, es könnte auch Arcs geben oder man kann auch Arcs schaffen, die interessant sein können, die auf Novels basieren oder keine Ahnung, die interessant sind, die ein interessantes Setting haben, die aber nicht im Manga sein müssen, ja? Dass eine gewisse Vorbereitungszeit da ist, dass der Anime natürlich auch von mir aus 100 Folgen hat, wo kein Manga drin ist, aber wo Folgen halt reinkommen, wo etwas passiert, wo die Charaktere an etwas wachsen können und so weiter und so fort. Aber es ist aktuell nicht der Fall. Die Charaktere wachsen nicht. Die Charaktere stehen nicht großartig im Fokus. Viele Charaktere werden jetzt schon liegen gelassen. Da weiß ich nicht, was in der Zukunft dann großartig noch passieren wird. Und auch diese Episode ist Dreck. Absoluter Müll. Ja, hier passiert gar nichts. Sie kämpfen 20 Minuten lang gegen so eine scheiß Marionette, die sowieso schon fast tot ist. Wo ich mir einfach denke, nee, Digga. Ja, die Marionetten haben die größte Kraft ebenfalls durch das scheiß Tensei-Gan im Naruto The Last Film verloren und das stand in Bezug zueinander. Jetzt, wo Urashiki natürlich die ganzen befehligt, haben die vielleicht eine andere Kraft, aber trotzdem, diese scheiß Marionette ist schon beschädigt gewesen. Shinki, Temari, fucking Shikadai, der Shunin ist, Boruto, die kriegen das alle nicht gebacken, diese scheiß Marionette zu kriegen, aber dann in der letzten Minute ein Rasengan fehlt nur, um diese scheiß Marionette down zu kriegen. Da denke ich mir einfach nur so, ey, ohne Spaß, dann baller doch direkt das scheiß Rasengan auf das scheiß Vieh drauf und mach doch direkt so eine Taktik und dann nicht in der letzten Minute von der scheiß Folge. Wofür habe ich mir die 20 Minuten jetzt angeguckt? Und dafür zahle ich Geld für Crunchyroll. Und da darf ich mich berechtigt natürlich darüber aufregen. Das ist einfach nur Dreck, ohne Spaß. Das ist einfach nur Dreck und sowas will man nicht sehen. Und da bin ich definitiv nicht der Einzige. Was meint ihr, warum Raffi seit Wochen keine Boruto-Videos mehr macht? Das ist einfach nur zum Kotzen, ehrlich. Man versucht, dieses Werk irgendwie zu promoten. Das ist genau die gleiche Scheiße wie mit Fairy Tail. Man versucht irgendwie, das Beste draus zu machen. Bestes Beispiel, ich habe mir gestern wieder diese Fairy Tail-Folge angeguckt. Was ist Agnologia? Der ist ein obdachloser Penner, Digga. Das ist nicht mehr normal, wie der aussieht. Ohne fucking Spaß. Jetzt bin ich wieder im Rant-Modus drin und kann nicht mehr aufhören. Das ist ehrlich einfach nur traurig. Und heute Abend schaue ich mir wieder Vinland Saga an. Denkt mir, oh krass, beste Folge überhaupt. Dann will ich ein Video dazu machen, guckt sich wieder kein Schwein an, weil alle diese Boruto-Scheiße feiern. Ist nicht mehr normal. Ich mag Boruto, ich mag Naruto, das ist einer meiner Lieblingstitel, aber das hier ist einfach nur Müll. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ohne Spaß. Also, das ist einfach nur noch fucking traurig. Ich habe da keine Worte mehr für. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten paar Folgen sein werden. Wenn die nächste Folge auch so ist, dann werde ich die nicht machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich tue mir das wirklich auch
an gewissen Punkten dann nicht mehr an. Das ist wirklich... Ich kann aus diesen Folgen nichts ziehen. Normalerweise gehe ich die auf die Charaktere ein. Normalerweise behandle ich da irgendwie etwas, was man daraus ziehen kann, was für die Charaktere wichtig sein kann. Aber wenn letztendlich am Ende das Arc sowieso alles liegen gelassen wird, dann kann ich das auch liegen lassen. Ohne Spaß. Weil dann bringt es ja auch nichts, über diese gewissen Themen zu reden. Weil letztendlich sowieso nichts davon berücksichtigt wird in der Zukunft. Das ist halt einfach so. Mitsuki Arc ist bestes Beispiel für diese ganze Thematik. Von daher lassen wir das auch an dieser Stelle für heute erstmal mit Boruto liegen. Wie ist eure Meinung zu dieser Drecksfolge? Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren unten da. Natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr denkt, Seiden kann man nicht besiegen, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag und Arrivederci. Tschüss.